Gut so, denn ganz gleich, wie lange die Pandemie mit ihren Beschränkungen noch dauert, die Eingriffe in die Grundrechte sind ein Ausnahmezustand. Die Regierung darf die Grundrechte nur einschränken, weil unsere Volksvertreter ihr dies unter Bedingungen erlaubt haben. Und niemand muss sich bedanken, wenn er sie zurückbekommt. Das aber droht durch falsche Begriffe in Vergessenheit zu geraten. Moniert die Neue Osnabrücker Zeitung. Es geht um verbriefte Rechte, die der Staat den Menschen zurückgeben muss, sobald es nur geht, stellt auch die Ludwigsburger Kreiszeitung fest. Aber ab wann? Über diese Frage wird gerade mit Lust diskutiert, wie immer, wenn es ums Prinzip geht. Es wird von dem einen anderen sicher auch mit Lust geklagt werden. Doch ist das Thema nüchtern betrachtet von